Servus und herzlich willkommen zur 8. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Lipide. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten. Ich habe jetzt auf Aufnahme gesetzt. Sehr gut. The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Lipiden, kaltem Kaffee, ob die Chromatinstruktur das Verhalten beeinflussen kann und dem Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald. Ja, Stefan, wie geht's dir denn? Ja, eigentlich wollte ich fragen, wie es dir geht. Ja, aber ich habe das gerade noch umgeändert. Ja, ich habe es gerade gesehen, ja. Das war jetzt sehr, also mir geht's übrigens gut. Das ist sehr gut, mir geht's auch gut. Und wo wir schon beim Smalltalk sind, wollte ich darauf hinweisen, dass es jetzt von mir tatsächlich ein neues Projekt gibt, das ich angefangen habe. Also wenn jemand sich für Fußball interessiert, in Regensburg wohnt und sich für den Herrn Regensburg interessiert. Was natürlich also zwei Leute, die sich zuhören, inklusive dir? Ja, genau. Der kann auf 1889fm.de gehen, denn ich habe einen neuen Podcast gestartet, zusammen mit den Leuten vom Turmfunk, und der beschäftigt sich eben mit dem SSV Jahn Regensburg. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, haben wir letzte Woche schon die Saisonvorschau aufgenommen. Das ist ungefähr eine Stunde, wo wir vorausblicken auf die neue Saison in der dritten Liga jetzt vom SSV Jahn. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden, und wer da Lust drauf hat, kann da mal vorbeischauen. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Und ja, einfach mal klicken, einfach mal reinhören. Genau. Ich kann das nur empfehlen. Also ich habe das Hast du gehört? Das ist sehr schön. Ich habe es gleich abonniert. Ich war noch nie so gut über den Jan Regensburg informiert. Was allerdings ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Ja, die nächste Sache, die es neu gibt bei mir, ist, ich habe jetzt endlich einen Job. Wuhu. Ja, noch nicht, in der Zukunft. Ja, ich habe also schon den. Du fängst ja erst an. Ja, aber ich habe schon den Vertrag, von dem her habe ich den Job quasi schon, aber ich fange am 1.9. fange ich an. Das heißt, jetzt steht ja eh alles hier, von dem her, also hier im Podcast, von dem her kann das weiterlaufen, und dann kann ich auch mich dem Job voll widmen. Sehr gut. So cool. Und Dominik, was ich dich fragen wollte, ist, erinnerst du dich noch an die Ice Bucket Challenge? Ja. Ja. Ich wurde da auch mit reingezogen. Aber ich habe nicht geeisbucketet, ich habe dann gespendet. Ja, und das war ja der Punkt, der eigentlich dahinter steckt. Nicht eisbucketen, sondern spenden. Und jetzt zwei Jahre, weil das war in 2014, glaubt man gar nicht, dass das schon so lange her ist, war das. Und jetzt, zwei Jahre später, ist es tatsächlich so, dass durch das Geld, das da gespendet wurde, tatsächlich auch schon die ersten Ergebnisse zutage geführt wurden. Und zwar, den Artikel werde ich verlinken. Und es ist in Nature Genetics erschienen. Und die beschreiben es hier als Major Breakthrough. Also das soll tatsächlich was gebracht haben, dass so viele Leute gespendet haben. Es gab 80 plus Wissenschaftler aus 11 Ländern haben da zusammengearbeitet und haben tatsächlich jetzt da bei dieser, also es geht ja um ILS, und haben da jetzt tatsächlich was herausgefunden, was anscheinend ein Major Breakthrough ist. Also man sieht, dass durch solche Dinge doch tatsächlich, dass das zu was Gutem führen kann. Auch wenn, also, cool. Also dass so Aufmerksamkeit zu was Gutem führen kann. Und nicht nur zu Traffic auf Facebook. Ja, genau. Genau so ist es. Gut, dann erstmal Gratulation zum neuen Job. Und wie gesagt, okay. Ich kann allen nur empfehlen, die sich für Fußball interessieren, der 1889 FM reinzuhören. Das ist echt sehr, sehr cool. Eine sehr muntere und lustige und kompetente Runde auch. Von Fans für Fans. Genau, so soll es sein. Genau. Und dann gehen wir doch gleich weiter zu unserer, da bei mir nicht irgendwas Spektakuläres passiert ist, außer dass ich diese Woche PM bei mir im Labor hatte und deswegen alle Geräte stillstehen. Yeah. Preventive Maintenance, das heißt Wartung. Okay. Vorsorglich genau. Schon mal warten. Ja, wobei man dann auch feststellt, dass manche Geräte, also ja, du glaubst gar nicht, wie kaputt manche Geräte sein können, und sie laufen trotzdem noch gut. Ja gut, das sieht man bei manchen Autos, die auf der Straße rumfahren. Ja, genau.
Gut, dann gehen wir zur News-Section über. Ja. Und da hast du vier Artikel oder vier. Ja, wie immer habe ich mich auf vier beschränkt. Ich hätte natürlich wie immer viel mehr machen können, weil es ziemlich viel interessantes Zeug gibt. Aber das erste Thema, das ich rausgesucht habe, das wollte ich eigentlich als mein Paper nehmen, aber ich habe dann methodisch inkorrekt Folge 78 gehört mit dem Titel Fitness Challenge und dann habe ich gehört, dass die das da schon vorgestellt haben. Deshalb will ich jetzt das nur kurz umreißen und auf die methodisch inkorrekt Folge verlinken und verweisen. Und zwar ist das Thema, wie das methodisch inkorrekt schon passend beschrieben wurde oder bezeichnet wurde, Ray of Light. Und Ray jetzt natürlich hier in dem doppeldeutigen Sinne des englischen Wortes. Und zwar geht es da darum, dass die Wissenschaftler, die sich hier vorstellen, einen Rochen nachgebaut haben. Also und zwar wirklich nachgebaut. Und zwar haben sie genommen Herzzellen von Ratten, um quasi die Muskel des Rochens nachzubauen. Das wurde gemacht von Kit Parker aus Harvard. Und die haben dem Rochen, ich will immer Ray sagen, aber das ist ja der Rochen, ein Goldskelett verpasst. Und das haben sie dann mit einem dehnbaren Polymer überzogen. Und dann haben sie darauf ca. 200.000 Herzzellen aus Ratten gecoated, gegeben. Und diese Zellen wurden genetisch verändert, dass sie auf Licht reagieren. Das heißt, wenn man dann mit dem Lichtkegel da hingeht, dann kontrahieren quasi diese Muskeln und führen zu so einem Schlag des Rochens. Und das führt dann dazu, dass der Rochen quasi steuerbar wird, dass man den dann in verschiedene Richtungen steuern kann. Und das gibt es auch in einem Video, das werde ich auch noch verlinken, das ist ein YouTube-Video, das kann man sich es ist frei zugänglich, kann man sich anhören. Und ja, es ist eigentlich ziemlich cool, wie man da so mit Herzzellen Dinge nachbauen kann. Sau cool. Schon cool, ja. Also ich habe mir das Video angehört. Das schaut echt ziemlich impressive, also beeindruckend aus. Sehr cool. Bestimmt cooler als die Tampa Bay Rays. Entschuldigung. Genau, dann das nächste Thema geht um Luca. Und zwar ist Luca kurz für Last Universal Common Ancestor, also unser letzter gemeinsamer Vorfahre von allem Leben auf Erden. Und zwar ist es jetzt keiner, den man gefunden hat, so per Abstrich oder so, sondern die Wissenschaftler hier haben sich verschiedene Organismen angesehen und haben dann ja im Prinzip simuliert, wie denn der ausschauen hätte sollen, beziehungsweise welche Gene in diesem letzten gemeinsamen Vorfahren vorgekommen hätten sollen. Also welche könnten denn da drin vorgekommen sein? Und haben dann daraus geschlossen, dass er natürlich an hydrothermalen Quellen mitten im Ozean irgendwo leben hätte sollen, aber die haben dann quasi so ein Genom zusammengebaut per Bioinformatik, was dann simuliert, wie der aussehen hätte können und welche Gene dann in diesem letzten Ancestor dann da drin hätten sein sollen. Cool. Das fand ich eigentlich cool. Theoretisch zurückgerechnet, auf was geht alles zurück? Okay. Genau, ja. So wann hätte er leben sollen? Wie sollte er aussehen? Und, also ja gut, wie aussehen nicht, aber welche Gene waren da wohl drin? Und da sie dann halt Gene gefunden haben, die halt besonders thermostabile Proteine beziehungsweise auch so Hitcher, also so Chaperone gefunden haben, kann man daraus schließen, dass er an hydrothermalen Quellen gelebt hat. Cool. Coole Sache, ja. Dann das nächste Thema, das kommt aus der Süddeutschen Zeitung. Und zwar geht es um MRT-Bilder, also um fMRT, also um so funktionelle MRT-Bilder, das heißt dem Hirn direkt beim Arbeiten zusehen. Und die Methode war super bisher. Und es gibt auch viele gute Anwendungen dafür. Allerdings
war die Anwendung der Software bisher irgendwie falsch. Das heißt, you're holding it wrong. Ja, das ist sozusagen ein klassischer Fall von you're holding it wrong. Und zwar wurden zu viele falsch positive Signale ermittelt. Also das wurde jetzt, es war wohl nicht von Anfang an so, sondern das wurde erst halt jetzt in letzter Zeit kam es dazu, zu diesen Fehlern, wenn halt die Software immer komplizierter wird, dass es dann dazu kommt, dass da falsch positive Signale ermittelt wurden. Und jetzt muss man sich das halt alles nochmal anschauen und wirklich evaluieren, ob es wirklich alles so cool ist, was da rausgefunden wurde, oder ob halt einfach viel falsch positiv war. Und das muss man dann eben, ja, muss man die Software eben gründlich überprüfen und auch dann richtig einsetzen. Das klingt irgendwie nach Software-Update. Ja. So Adobe Lightroom-mäßig. Ja, die Beta-Version dann endlich mal zu 1.0 bringen oder so. Genau. Oder das Personal richtig schulen, welche Knöpfe man drücken muss. Das kann ja auch sein, dass die Software das vielleicht natürlich schon richtig machen würde, aber das Problem zwischen Keyboard und Stuhl liegt. Ja. Soll es geben. Soll manchmal vorkommen, ja, dass man das Ding einfach falsch benutzt. Dann das Letzte geht um den Klimawandel. Und das ist ein Artikel aus der Zeit jetzt. Also ich bin sehr populärwissenschaftlich jetzt heute unterwegs. Und es geht um Plankton. Und die sagen hier, dass das pflanzliche Plankton in den Ozeanen 50-80% des Sauerstoffs in der Atmosphäre produziert und dass man diesen Effekt vielleicht noch gar nicht wichtig genug eingeschätzt hat. Und ja, dass man eben viel mehr über das Plankton herausfinden muss, beziehungsweise das vielleicht noch mehr schützen muss und die Meere vielleicht nicht so stiefmütterlich behandeln wie bisher. Denn ja, wenn die ausfallen, dann weiß man nicht, ob das CO2, das im Plankton gebunden ist, ob das dann absinkt auf dem Meeresgrund oder ob das dann in die Atmosphäre kommt oder wie auch immer. Und deshalb wurde gesundes CO2. Bitte? Gesundes CO2. Ja, das there is no such thing as gesundes CO2. Und zwar wurde da jetzt eine Forschungsmission zu einem Fjord in Norwegen gestartet, um eben diese Zusammenhänge besser zu verstehen und dann eventuell daraus Konsequenzen zu ziehen, weil anscheinend, wenn die Bäume, die am Land abgeholzt werden, nur zwischen 20-50% ausmachen, also dann die Gesamtheit der Bäume, dann ist das natürlich schon krass, dass man dann natürlich auf das Plankton noch viel mehr Acht geben muss, wenn sich das bewahrheitet, was da behauptet wird. Okay, na ja, das ist. Und wer wissen will, wie stiefmütterlich man mit dem Meer umgeht oder mit den Gewässern, der soll sich mal bitte Berichte über Rio anschauen, gerade jetzt im Rahmen der Olympischen Spiele, wo da die Segelwettbewerbe und die Schwimmwettbewerbe abgehalten werden sollen. Also, boah. Ja, das also wird man dann sehen im Fernsehen, würde ich es. Genau, weil dann gab es jetzt schon Vorberichte, dass die Segler zum Beispiel Schiss haben, davor ins Wasser zu fallen und dann sofort Antibiotika schlucken werden, sobald es passiert ist, weil das ist einfach trüb und dreckig und bleh. I see. Ja, das ist natürlich nicht erfreulich. Gut, dann das war die News-Section und vielen Dank fürs Raussuchen. Es sind wieder ein paar sehr, sehr coole Sachen gewesen. Und dann gehen wir noch jetzt gleich weiter zum Thema, das unseren Sendungstitel gegeben hat. Yeah. Und zwar zu den Lipiden. Genau. Und wofür steht denn Lipide eigentlich? Dieses Wort. Ja, da nimmst du mir natürlich jetzt meinen Einstieg weg, weil ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, wenn die letzte Folge süß war, dann ist die jetzige Folge fett. Denn die letzte Folge, die letzte reguläre Folge war Kohlenhydrate und jetzt haben wir Fette, also Lipide. Also Lipide Butterbrot kommt von griechisch Fett. Genau, Butterbrot im Prinzip. Und Fett bezeichnet größtenteils wasserunlösliche Naturstoffe. Wenn man das jetzt, ja, was sind wasserunlösliche Naturstoffe? Es gibt Biomoleküle, die wasserlöslich sind, wie jetzt die Kohlenhydrate, sind eher wasserlösliche Biomoleküle und auch die Nukleinsäuren waren wasserlöslich. Und Fette sind jetzt eher Biomoleküle, die wasserunlöslich sind. Das heißt, wenn man ja eine Suppe kocht oder Butter in Wasser auflöst, gut, das macht man sehr selten, aber wenn man in einer Suppe hat, dann sieht man ja auch immer, dass Fette dann oben Fettaugen bilden. Und das ist genau dieses Prinzip, dass Fette eben
sich nicht in Wasser lösen und dann sich eben absondern und dann eben kleinere oder größere Fettaugen bilden. Und diese Umstände, wasserliebend und wasserunliebend oder wasserhassend, nennt man eben hydrophil für wasserlöslich und hydrophob für wasserunlöslich. Diese Lipide werden jetzt in Lebewesen hauptsächlich als Strukturmoleküle in der Zellmembran oder als Energiespeicher oder auch als Signalmoleküle, also Hormone, verwendet. Die Fette kann man in 7 Gruppen einteilen, zum Beispiel Fettsäuren, Triacylglyceride, wie Fettsäuren und fette Öle, dann Wachse, Phospholipide, Sphingolipide, Lipopolysaccharide und Isoprenoide. Und die Isoprenoide, das sind dann diese Hormone, wie zum Beispiel Steroide oder Carotinoide. Und da will ich jetzt einfach mal mich an diesen Gruppen entlang hangeln, beziehungsweise ja, die 3 wichtigsten Gruppen dann herausgreifen und einfach mal kurz erklären, was das so ist. Wenn die Folge raus ist, ich habe jetzt schon das Sketch auf die Homepage hochgeladen. Das heißt, man könnte sich das Sketch jetzt aufmachen und dann einfach beim Erklären so ein bisschen die Zeichnungen, die ich gemacht habe, das verfolgen. Okay, dann fange ich mal an mit den Fettsäuren. Fettsäuren sind Bestandteile von Fetten. Deshalb kommt auch der Name her. Und es sind lange Kohlenstoffketten, also 4 bis 24 in der Regel. Und am Ende ist eine Carbonsäuregruppe. Die sieht man jetzt hier in dem Bild dann auf der rechten Seite. Die ist, glaube ich, rot markiert. Ich sollte mir das vielleicht auch mal aufmachen, um da keinen Schmarrn zu erzählen. Ich mache das mal schnell. Genau, das ist auch die Carboxylgruppe. Und man sieht eben ganz links diese CH3-Gruppe. Das ist ein Kohlenstoffatom und jeder Knick in dieser Kette repräsentiert dann wieder ein Kohlenstoffatom. Und man sieht die erste Fettsäure, das ist eine sogenannte gesättigte Fettsäure. Das heißt, es ist eine lange Reihe ohne Doppelbindung. Das Beispiel hier ist die Stearinsäure. Das ist eine der häufigsten und der wichtigsten Fettsäuren. Dann gibt es noch die sogenannten ungesättigten Fettsäuren. Das ist eine lange Reihe mit Doppelbindungen. Das sieht man hier in dem zweiten Beispiel von der Alpha-Linolensäure. Und diese hat jetzt 3 Doppelbindungen. Das sieht man hier recht schön. Und diese Doppelbindungen führen zu einem Knick in diesem sonst ansonsten linearen Molekül. Das sieht man hier, also das habe ich auch hier versucht anzudeuten, weil eben durch diese Doppelbindung diese Knicks unterbrochen werden und das so eine planare Struktur ist und deshalb führt es zu diesem Knick in dem Molekül. Und dieser Knick senkt den Schmelzpunkt. Das heißt, bei Raumtemperatur sind diese ungesättigten Fettsäuren flüssiger. Und das führt dann auch dazu, wenn solche ungesättigten Fettsäuren in Membranen, also in die Zellwände, in die Zellmembranen eingebaut sind, dann führt das eben zu einer, in Anführungszeichen, flüssigeren, also flexibleren Zellmembran. Und jetzt gibt es bei diesen ungesättigten Fettsäuren die berühmten Omega-Fettsäuren. Und das habe ich jetzt hier auch in Blau nochmal angedeutet. Und die Zahl von diesen, also es gibt Omega-3, Omega-6, Omega-9 Fettsäuren. Die Zahl hängt eben von der Position der ersten Doppelbindungen ab. Und das habe ich jetzt hier auch in Blau dargestellt, einfach mal durchgezählt von hinten, denn Omega heißt hinten, Ende. Und man zählt dann von hinten rein, wann dann die erste Doppelbindung kommt. Das heißt, Omega-3 Fettsäuren, die haben die erste Doppelbindung eben an dem dritten, dem Omega-3-C-Atom. Und das ist zum Beispiel die Linolensäure und die kommt vor in Chiaöl oder Leinöl. Und diese Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel entzündungshemmend. Was ich vorher noch vergessen habe, diese Omega-Fettsäuren, die haben alle 18 C-Atome, weil die eine besondere Bedeutung haben, denn die werden dann auch später als Ausgangsstoff für andere Moleküle im Körper verwendet und das werde ich aber später nochmal eingehen. Dann gibt es die Omega-6-Fettsäuren, das ist zum Beispiel die Linolsäure, die kommt im Traubenkernöl oder im Distelöl vor und die sind besondere Bestandteile der Haut. Das heißt, wenn man Distelöl oder Traubenkernöl vermehrt zu sich nimmt, dann ist das gut für die Haut. Heruntergebrochen.
Und dann gibt es noch die Omega-9-Fettsäure, das ist zum Beispiel die Ölsäure. Und die kommt in Olivenöl oder Erdnussöl vor. Aus diesen Omega-Fettsäuren werden jetzt die Prostaglandine gemacht, und zwar über den Zwischenschritt über die Arachidonsäure. Und die sind Signalmoleküle in Entzündungsprozessen. Deshalb sind diese Omega-Fettsäuren auch wichtig, dass, wenn man dann die hat, dann werden bestimmte Reaktionen auf diese Omega-Fettsäuren übertragen. Und dann kommt es eben zu verminderten Entzündungsreaktionen. Also das ist dann auch, Und wichtig ist auch noch, dass die Fettsäuren nicht frei vorliegen, sondern die werden immer verestert mit Glycerin zu Triglyceriden, also zu Fettmolekülen. Das heißt, in der Mitte ist ein Backbone, also ein Rückgrat von einem Glycerinmolekül, und links und rechts hängen dann jeweils drei Fettsäuren dran. Das führt mich jetzt schon zu der nächsten Kategorie, eben die Triacylglyceride. Das sind die typischen Fette. Das heißt, in einem Öl liegen die Fette immer als Triacylglycerid vor. Und ob ein Fett oder Öl flüssig oder fest ist, also ob es ein Fett oder ein Öl ist, das liegt dann eben an diesen Fettsäurenresten. Das heißt, wenn gesättigte Fettsäuren vorkommen, dann ist es eher fest. Und wenn dann eher ungesättigte Fettsäuren drin sind, dann senkt es wieder den Schmelzpunkt und dann sind es eher flüssige Fette, also dann Öle. Eine besondere Form der Triacylglyceride sind sogenannte Phospholipide. Und da wollen wir jetzt wieder den ganz großen Bogen spannen, wie man das so gerne tut. Und zwar sind diese Moleküle sogenannte amphiphile Moleküle. Das heißt, wie man das jetzt in diesem grünen Kasten auf dem Sketch gut sieht, auf der einen Seite sind sie hydrophil, also wasserliebend. Das ist der Teil, wo dann das Phosphat dranhängt. Ich habe das jetzt nur schematisch hier gezeichnet. Und dann gibt es eben zwei Fettsäuren, die dann auf die andere Seite zeigen, und die sind hydrophob. Das heißt, auf der einen Seite sind sie wasserliebend und auf der anderen Seite wasserabstoßend. Das heißt, die können sich dann zusammenlagern im Verhältnis zu Wasser und dann verschiedene Strukturen ausbilden. Zum Beispiel sind es Micellen, ein Liposom oder eine Doppellipidschicht. Und jetzt ist es so, dass durch diese Struktur nach und nach erste Abgrenzungen zur Außenwelt stattgefunden haben. Das heißt, in der Ursuppe, wenn dann ja eben solche Moleküle vorlagen, dann können sich die eben selbst assemblieren und dann erstmal sowas wie ein Kompartiment bilden. Das heißt, es können sich Moleküle innerhalb von solchen Strukturen anreichern, die dann außerhalb vielleicht nicht so häufig sind und so weiter. Das heißt, der erste Grad der Selbstorganisierung ist die Mizelle. Das heißt, die hydrophoben Schwänze, in Anführungszeichen, zeigen in die Mitte, und außenrum sind dann diese hydrophilen Phosphatgruppen. Das heißt, das Wasser ist außen und die Mizelle bildet sich einfach so, und in der Mitte sind dann diese hydrophoben Fettsäureketten. Die nächste Stufe ist dann das Liposom. Das heißt, die Fettsäure-Moleküle treffen sich in der Mitte und bilden dann so eine Doppellipidschicht. Und hier ist dann das erste Mal so eine Abgrenzung zur Außenwelt möglich. Das heißt, innen ist Wasser und außen ist Wasser, aber in der Mitte, das habe ich hier durch diese grünen Punkte angedeutet, können sich dann schon einzelne Moleküle anreichern und man kann eben so eine Kompartimentierung vornehmen. Und die höchste Stufe dieser Organisationsform ist dann die Membran, die Doppellipidschicht. Das heißt, da gibt es dann wirklich ein Außen und ein Innen. Und ja, wie ich das hier gezeichnet habe, es ist dann einfach, oben ist eine Schicht von diesen Fettmolekülen und unten, und die Fettsäureschwänze zeigen in die Mitte, und außen sind dann das Phosphat als Grenze zum Wasser. Und das ist dann eben eine Membran, die dann eben viel größer sein kann als so ein Liposom. Das Liposom ist dann natürlich immer noch den thermodynamischen Kräften ausgeliefert und kann dann auch zerfallen, wenn es zu groß ist. Genau. Dann gibt es noch die Gruppe der Sphingomyeline. Das ist ein bisschen komplizierteres Phospholipid im Prinzip, und die sind Bestandteile der Myelinscheide von Nerven. Das heißt ja, die Nerven sind umgeben von so einer Myelinscheide, und diese Sphingomyeline, diese Fettmoleküle, sind eben genau Bestandteil von dieser Myelinscheide.
Dann als letzte Gruppe wollte ich noch die Isoprenoide, also die Steroide, erwähnen. Die werden aus dem Naturstoff Isopren abgeleitet. Und Steroide sind zum Beispiel das Vitamin D oder alle Geschlechtshormone, wie zum Beispiel das Testosteron, Östrogen, Progesteron. Und diese Hormone werden alle im Körper selbst synthetisiert. Das heißt, jeder Mann oder jede Frau hat dann auch alle anderen Hormone im Körper vorliegen. Das heißt, wenn es da zu Störungen kommt, kann es eben sein, dass da dann eben in der Geschlechtsbildung mal zu viel Störungen kommt, wenn da mal ein Enzym fehlt, weil eben alle Vorstufen dann auch im Körper vorhanden sind. Genau, das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Auf jeden Fall. Und was ich jetzt am Ende noch sagen wollte, ist, dass wir damit im Prinzip die ganzen Biomoleküle abgedeckt haben. Das heißt, wir haben alles aus dem, was in der Natur aufgebaut wird. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber haben wir jetzt damit besprochen. Das heißt, wir hatten die DNA und RNA, die bilden zusammen die Gruppe der Nukleinsäuren. Dann haben wir die Proteine, die Kohlenhydrate und die Lipide. Und das ist im Prinzip das, sind die großen Klassen der Biomoleküle. Und die bauen die Lebewesen, Pflanzen und Tiere und Bakterien auf. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Sehr cool. Und man kann sich natürlich auch, und dann wollen wir jetzt dann wahrscheinlich demnächst, gehen wir dann eher methodische Sachen über oder größere, ja, das, größeren das Zusammenhang. Ja, das sprechen wir dann am Ende, was dann in der Zukunft folgt. Aber ja, jetzt haben wir die großen Klassen der Biomoleküle und jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern. Um Gentechnik und um Methoden und um andere Dinge. Sehr cool, ja. Und mit Testosteron und den ganzen Hormonen hast du auch nochmal den Bogen wieder zu Olympia. Schönen Gruß an die Russen. Boah, der war gemein. Das sind natürlich zum Beispiel dann auch die Sachen, die man sich künstlich zuführen kann. Um jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt im Fitnessstudio schneller, schönere Muskeln aufbauen möchte. Was natürlich dann auf bekannte Nebenwirkungen trifft. Genau, vielen Dank dafür. Ja, und dann übernehme ich jetzt das Zepter und gehe von deinem schmierigen, fettigen Thema über zu einem leite jetzt über zu meinem Paper. Und mein Paper ist dieses Mal sogar ein Open Access Paper. Yay. Also es kann sich theoretisch jeder, der es möchte, runterziehen. Ich habe es natürlich auch verlinkt. Das Paper hat den Titel Pharmacokinetic Analysis and Comparison of Caffeine Administrated Rapidly or Slowly in Coffee Chilled or Hot versus Chilled Energy Drink in Healthy Young Adults. Also es geht quasi um kalten Kaffee gegen kalten Energy Drink. Und die Studie wurde durchgeführt von John R. White Jr. und Sterling McPherson. Der erste, der Mr. White ist, die sind beide von der Washington State University und der eine ist in der Pharmacotherapy, der White, und der andere im Department of Psychology. Und ersterer war vermutlich, sein Fokus liegt eigentlich eher auf Diabetes, aber war trotzdem an der Studie beteiligt, und der andere ist Biostatistiker, der McPherson, und ist vorwiegend involviert in Studien bezüglich Substanzmissbrauch und Drogen. Und im Prinzip ist ja Kaffee ist erstens überall. Ich meine, es kommt ja aus jeder Ecke, springt ja irgend so ein Kaffee to go, ich sage nicht Starbucks, extra, kein Branding, Laden heraus. Und man muss wissen, dass Kaffee ist weltweit die häufigste Substanz, also die pharmakologisch aktive Substanz, die konsumiert wird. Das sollte man immer bedenken, weil man einen Kaffee trinkt mal so täglich so ein bisschen und denkt nicht weiter drüber nach, weil es ist so gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist eine pharmakologisch aktive Substanz. Weil, warum trinken wir Kaffee? Um wach zu werden. Kurze Trivia-Frage an den Stefan. Was ist denn der strukturelle Unterschied zwischen Tein und Koffein? Du meinst der strukturell molekulare Unterschied? Ja. Oh, ich hab das, ja, das haben wir alles schon mal. Ja, der ist ganz einfach. Ja, ich weiß, eine Doppelbindung oder irgendeine OH-Gruppe oder irgendwas. Nee, es gibt keinen. Ach so, das ist natürlich. Tee und Koffein ist das Gleiche. Das Problem, das ist ein langer Mythos, der sich hält. Schön, dass du reingefallen bist. Ja, natürlich. Gern geschehen. Also soweit es mir, also
Theein und Koffein ist das Gleiche. Hielt sich nur lange der Mythos, dass es unterschiedlich ist. Aber es einfach nur, weil Koffein wurde damals aus Tee isoliert und wo hieß dann Theein und dann hat man es aus Kaffee noch isoliert und dann hieß es Koffein. Und aber es ist das Gleiche. Dann noch immer noch ein bisschen Trivia. Die geringste toxische Dosis, die man anwendet, also bevor Koffein eben toxisch ist, wie gesagt, pharmakologisch aktive Substanz, liegt beim Mann ungefähr bei 51 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei einem 60 Kilo oder 70, bei einem 60 Kilogramm Mann, wir gehen jetzt mal wieder von irgendwelchen Radsportlern oder so aus, sind das jetzt 3 Gramm Koffein. Wenn der die zu sich nimmt, dann kann es echt größere Probleme haben. Bei Kindern sieht es zum Beispiel, also das ist auch wichtig zu wissen, bei Kindern sieht es ganz anders aus, da ist die Dosis 5-mal niedriger. Also bei einem Kind sind es ungefähr 15 Milligramm pro Kilogramm. Und wenn man jetzt bedenkt, dass so ein Kind nicht so schwer ist, kann man jetzt mal davon ausgehen, sagen wir mal ein Kind mit 10 Kilo, 12 Kilo, sind es ungefähr 150 Milligramm pro Kilogramm, was dann schon zu erheblich, also je nachdem abhängig von der Konstitution und allem Möglichen natürlich, aber kann das schon zu erheblichen Problemen führen. Vor allem, wenn man dann weiß, dass eine Kaffeetasse, eine Standard-Kaffeetasse, je nach Zubereitungsart zwischen 40 und bis zu 160 Milligramm Koffein enthalten kann. Das heißt, du kannst theoretisch ein Kind mit einer Tasse Kaffee in Gefahr bringen. Kakao, also das Kakaogetränk pro Tasse enthält auch 6 Milligramm. Und ein handelsüblicher Energy-Drink, egal welcher Couleur, sind ungefähr 32 Milligramm pro 100 Milliliter, was dann auch auf so einen, also ein Energy Drink hat auch so im Rahmen von einer Tasse Kaffee den gleichen Wert. Also es macht keinen und du kriegst deswegen nicht mehr Koffein, auch wenn du jetzt einen halben Liter Energy Drink dir reinziehst oder eine Tasse Kaffee trinkst. Das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Und der Artikel ist jetzt entstanden dadurch, dass es anscheinend von einigen Leuten Bedenken gab, und auch an die FDA Sachen Letter geschrieben wurden, also Federal, das ist die Food Drug and Safety Association in den USA, die FDA. Und die Bedenken waren dahingehend, dass durch das Aufkommen von Energy Drinks zu viel Koffein in zu kurzer Zeit aufgenommen wird. Und die wurde auch noch gemutmaßt dadurch, dass kalte Energy Drinks schneller einen Peak an Koffein im Blut verursachen, weil sie schneller aufgenommen werden oder metabolisiert werden, kann es eben zu stärkeren Nebenwirkungen kommen. Und dem widmet sich jetzt quasi die Studie. Und das Ziel der Studie war eben der Einfluss der Trinktemperatur und der mit der Pharmakokinetik von Koffein zu vergleichen. Und auch dabei wurde auch nicht nur die Trinktemperatur berücksichtigt, sondern es wurde auch unterschieden, ob das Getränk jetzt schnell zu sich geführt wurde oder eben langsam. Hypothese war in dem Fall total interessant, weil sie sagen von vornherein, es gibt keinen Unterschied. Also dieses Paper widerspricht diesen Bedenkenträgern in der Hypothese. Und das Design der Studie wurde so durchgeführt, also es eine Open-Label-Study war. Ja, surprise, weil man hat Kaffee gegen Energy Drink verglichen, unter anderem. Und ich kann jetzt keinem Menschen sagen, ja, du trinkst jetzt einen Kaffee, wenn es aber klar nach Gummibärchen schmeckt, dann weiß jeder, was Sache ist. Das heißt, es musste Open Label sein, was aber in dem Fall, glaube ich, auch absolut keinerlei Rolle spielt. Als Dosis wurde veranschlagt 160 Milligramm, also Gesamtkoffeingehalt des Getränks. Und die wurden, das sagen sie, das ist eben so eine typische Menge von einem Energy Drink beziehungsweise einem starken Kaffee. Und jetzt haben sie verschiedene Gruppen untersucht. Einmal haben sie gesagt, schnell, kalter, zuckerfreier Energy Drink. Das heißt, schnell in dem Fall 160 Milligramm in Koffein gesamt werden innerhalb von 2 Minuten aufgenommen. Dann das gleiche getestet gegen schnell, kalter Kaffee, auch innerhalb von 2 Minuten. Und dann gab es noch eine Gruppe, die Langsamtrinker, das waren dann 20 Minuten, wo dann 4-mal getrunken wird in den 20 Minuten und das alle 5 Minuten. Um die 20 Minuten eben, um da gleichmäßig die Aufnahme zu verteilen. Und da hatten sie eben kalten Kaffee, heißen Kaffee und eben kalten Energy Drink. Und da ist für mich schon der erste Kritikpunkt an dem Paper. Sie hätten eigentlich heißen Energy Drink auch noch testen müssen. Es schmeckt zwar absolut widerlich, kann ich mir vorstellen, aber
Konsistenzweise finde ich, hätte man das testen müssen. Auch wenn man argumentieren könnte, dass es nicht die normale Abreichungsform oder Darreichungsform ist. Aber, weiß nicht, hätte ich interessant gefunden. Und verglichen wurden jetzt Männer gegen Frauen, und zwar insgesamt 24, also je 12 Männer und je 12 Frauen, im Alter von 18 bis 30 Jahren. Und im Material- und Methodenteil steht so lustig drin, dass die, es ist natürlich von der Ethikkommission von der Washington State approved, und die Subjects were recruited via recruitment posters. Kannst du dir vorstellen, die haben also Plakate in der Uni ausgehängt und gesagt, hey, es gibt gratis Kaffee. Also es ist natürlich quasi, ein bisschen. Es ist quasi so wie beim Raj in The Big Bang, wo er an dem Poster vorbeigeht und diese Verhaltensmedikamente dann doch nehmen will. Genau. Also am schwarzen Brett, ah, Kaffee, juhu. Genau, exakt. Wahrscheinlich dann Coffee and free Wi-Fi. Und genau, und bei Frauen war dann noch interessant, es gibt die Theorie, dass wenn Frauen Kontrazeptiva nehmen, dass diese Östrogene, womit wir jetzt den Boden wieder zu den Steroiden hätten, dass die Kaffeeaufnahme oder Koffeinaufnahme verzögern. Und ja. Und die Bedingungen für diese Leute waren eben, also sie hatten verschiedene Kriterien, natürlich, dass sie gesund waren, dass sie nicht mehr als 1 bis 3 Kaffee pro Tag trinken, und die Leute mussten. Also normalerweise. Genau, normalerweise, genau. Okay. Also dass sie einfach also, normale dass sie nicht Kaffee. Schon, nicht schon daran gewöhnt sind an den Kaffee. Genau, weil bei Koffein kannst du halt übersensibilisiert werden. Und das ist halt das, was man auch normal beobachtet, wenn man in Stressphasen ist, dann immer mehr Kaffee trinkt. Die Rezeptoren, die Kaffee aufnehmen und an denen das Koffein andockt, die kann man eben nachproduzieren, das werden dann immer mehr und mehr. Deswegen braucht man manchmal dann, wenn man starken Kaffee trinkt, immer mehr davon. Ja, die mussten natürlich morgens nüchtern aufschlagen bei dem Versuchstag und durften seit dem letzten Tag davor, seit 9 Uhr, keinen Kaffee mehr getrunken haben. Alter. Ja, wie die das überlebt haben an der Uni, keine Ahnung. Wurde dann auch noch, steht auch so lustig drin, es wurde dann noch untersucht, ob sie in angemessenem Zustand auftraten, also weiß nicht ob betrunken. Sie vorher gefeiert hätten oder so. Genau. Um 8 Uhr gab es dann an dem Versuchstag gab es dann Kaffee. Und zwar kalten und heißen Kaffee. Und es ist sehr lustig, weil es gibt dann nämlich eine Anleitung für Cold Brew Kaffee, steckt in dem Paper drin. Was? Echt? genau. The night prior to each study day, cold coffee conditions, 450 milliliter of warm water was mixed with 4.1 grams of coffee powder in a disposable C-label plastic bottle and shaken. After coffee was dissolved, the bottle was refrigerated at 4 degrees until the following day. Also, aber das ist schon heiß aufgegossen. Nee, warm. Die haben das nur, den haben den Kaffee nur, also warm, den heißen Kaffee haben sie mit 85 Grad warmen Wasser gemacht. Und da ging es einfach nur um warmes Wasser, wahrscheinlich einfach nur, dass sich schneller löst. Und dann wurde halt. Die haben die dann aufgegossen und das, also das Kaffeepulver dann entfernt, oder haben sie das mit dem Kaffeepulver über Nacht in den. Nee, das war Instant-Kaffee. Ach so. Und die haben das dann über Nacht quasi drin gelassen. Also so semi-cold brew. Und als Energy Drink haben sie haben erstmal sichergestellt, dass sie für alle Versuche die gleiche Charge an Kaffeepulver gekauft haben. Und bei Energy Drinks sind sie auf Red Bull eingestiegen. Und schreiben sie auch rein, dass es Red Bull war. Und haben da auch geguckt, dass sie alle Dosen aus einer Charge haben. Genau. Und nachdem es dann um 8 Uhr morgens den Kaffee gab, wurden 8 Blutproben abgenommen. Also 8. Das ist viel. Also von jedem Probanden. Und zwar im Abstand von 10, 20, 40 und dann bis 480 Minuten nach der Einnahme. Was dann so den ganzen Zeitraum von der Kaffeepharmakokinetik abdeckt. Und die Probanden durften dann 120 Minuten, nachdem sie den Kaffee getrunken oder das Koffein aufgenommen haben, durften sie einen Snack essen, der bereitgestellt wurde. Und es wurde ihnen auch Mittagessen zur Verfügung gestellt. Und sie durften bis zu 2 Liter den Tag verteilt übertrinken. Also nicht mehr. Das wurde ihnen auch freigestellt. Da ein kurzer Einschub. Ich weiß, mit dem Essen, das ist ganz lustig, weil ein Nachbarinstitut in Freising hat er auch mal so Versuche mit Kaffee gemacht. Und die mussten dann irgendwie sicherstellen, dass nicht durch das Essen irgendein Einfluss bereitgestellt wird, wenn jetzt jeder dann mittags frei in die Mensa rennt und sich irgendwas zu essen kauft. Und dann steht in dem Paper von denen so nett drin, es gab standardisiertes Essen.
Und dann habe ich den Typ gefragt, was ist ein standardisiertes Essen? Und er hat gemeint, naja, wir sind zu Subway gefahren. Und haben jeden ein Sandwich gekauft. Oder Leberkassemme. Hatte ich auch vorgeschlagen in dem Moment, aber sie hatten anscheinend auch Vegetarier dabei. Ja, dann gut, ist es ja wieder nicht standardisiert. Also. Naja, doch, wenn sie allen ein vegetarisches Sandwich geben. Ja, dann schon. Genau. Jetzt zurück zu der Studie. Als Ergebnis kam jetzt raus, also interessanterweise wurde ihre Theorie bestätigt. Es gibt keinen Unterschied, keinen signifikanten Unterschied zwischen den kalten und den warmen Getränken, weder Kaffee noch Energy Drink. Daraus schließen sie dann, dass es eben keine Gefahr gibt durch den schnellen Konsum, durch die kalten Getränke. Was sie allerdings beobachten ist, und das sieht man auch in der einzigen Figure, die sie haben, in Figure 1, dass die Kaffeegruppe grundsätzlich, vor allem die langsamen heißen Kaffeetrinker, grundsätzlich eine höhere maximale Plasmakonzentration an Koffein hatten, als zum Beispiel langsame Red Bull-Trinker. Das sieht man auch auf der Figure, aber wenn man die Standardabweichungen sich anschaut und den Standardfehler, dann ist das halt absolut nicht signifikant. Das heißt, da kann man, es ist vielleicht ein Trend, der aber einer statistischen Überprüfung nicht standhält. Wie gesagt, mir fehlt hier das warme Red Bull. Das hätte eigentlich getestet werden müssen, finde ich. Auch wenn es natürlich einfach nur eine runde Studie zu gewährleisten. Und dann wollte ich jetzt eben nochmal sagen, dass es, auch wenn jetzt da kein Ergebnis dabei rauskam, also es wirkt relativ unspektakulär, aber sowas ist halt auch, eigentlich in der Wissenschaft kommt sowas viel zu selten vor, dass man also kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis, sozusagen. Es geht immer mehr der Trend dazu, ich muss irgendein fancy Ergebnis publizieren, aber es würde der Wissenschaft auch helfen, wenn man Sachen publiziert, die zu nichts geführt haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Es kommt halt erstens wahrscheinlich darauf an, wie man die Hypothese formuliert, weil die haben ja schon gesagt, wir erwarten, also die haben ja das in der Hypothese schon drin, dass sie eigentlich kein Ergebnis erwarten. Und dann gibt es ja auch irgendwie dieses Journal of Negative Results oder so ähnlich, also wo tatsächlich nur Studien veröffentlicht werden, die kein Ergebnis liefern. Und ich meine, es ist ja auch gut zu wissen, ob man, also wenn jemand jetzt neu mit irgendwas anfangen will, ob das, was er untersucht hat, nicht schon mal untersucht worden ist, aber halt einfach kein Ergebnis liefert und es deshalb nicht veröffentlicht worden ist. Also das wäre halt schon wichtig. Aber ich glaube, da wird halt einfach heutzutage auch viel zu wenig Fokus drauf gelegt. Also gerade von Professoren oder von Gruppenleitern. Ich meine, der Aufwand, ich glaube, also sie sagen einfach, der Aufwand, ein Paper zu schreiben, über was, wo nichts rauskam, der ist es mir nicht wert. Ja gut, es muss ja vielleicht nicht unbedingt ein Paper sein. Es würde ja reichen, wenn man das in Kurzform irgendwo einfach nur abbildet. So, hier, das haben wir gemacht, das ist rausgekommen, zack, wenn du mehr wissen willst, frag uns. Ja, weil ich hätte es gern doch in Paperform, weil ich dann glaube, dann könnte man es doch eher nachvollziehen, weil sonst schreibt dem halt jeden Tag ständig einer irgendeine E-Mail. Ja, okay. Und gerade um dann Statistik und Methoden einwandfrei nachzuprüfen, fände ich es schon besser. Also gefühlt einfach, weil dann ist es, dann kann man es viel einfacher nachkochen. Beziehungsweise auch sehen, woran man rumstellen könnte. Ja, aber grundsätzlich fand ich das auch wieder sehr interessant, so wie letztes Mal diese Fußballfolge, finde ich einfach auch hier interessant, wie so Studien dann gestaltet sind. Und man findet dann doch, gerade wenn man dann Methodenteilen liest, was die dann wirklich bedeuten, so, oder wenn man die das in Realität übersetzt, finde ich es dann teilweise schon ganz lustig. Ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen, du hast doch, weil es hier um kalten Kaffee geht, du hast doch letztens Cold Brew ausprobiert. Waren da deine Erfahrungen damit? Meine Erfahrungen waren, ja, ich wollte es ja unbedingt ausprobieren, weil das jetzt ja überall, also ich habe es öfter mal gehört, gelesen. Und ich habe gemacht, dass ich habe 125 Gramm äthiopischen Kaffee auf einen Liter Wasser in der French Press gegeben, das dann über Nacht im Kühlschrank inkubiert, dann am nächsten Tag den Kaffee vom Kaffee getrennt, also das Kaffeepulver vom fertigen Kaffee getrennt und dann das halt probiert mit Eiswürfeln und so. Geschmeckt hat es eigentlich ganz gut, es ist halt nicht so intensiv, weil es kalt ist. Und das ist halt einfach keine Coffee-Drinking-Experience, weil
ja, man ist ja doch gewohnt vom Kaffee, dass man irgendwie dann pustet, um den Kaffee kalt zu machen. Und ja, es ist einfach warmer Kaffee. Und jetzt im Sommer ist es vielleicht schon ganz cool, wenn man dann den Cold Brew vielleicht mit einer Kugel Eis und mit einer Kugel Vanilleeis dann trinkt oder vielleicht so ein bisschen Tonic Water mit reingibt oder so, habe ich auch gehört, dass das gehen soll. Dann ist das vielleicht schon ganz cool. Aber so jetzt, ja, als Kaffeeersatz ist es irgendwie, ja, es ist einfach nicht so, wie man sich Kaffee trinken vorstellt. Es ist wie, wenn man irgendwie das Rauchen aufhören will und dann, ja, so gewohnt ist, man geht um 10 eine Zigarette rauchen. Dann ist das irgendwie, ja, ist es irgendwie nix. Und deshalb ist also das auch. Experience, ja. Ja, die Experience ist irgendwie anders. Man darf das halt dann vielleicht nicht als Kaffee so sehen, sondern vielleicht dann mehr so als Energy Drink, weil der ist ja dann auch kalt. Und ja, wenn man dann irgendwie so ein bisschen Eiswürfel noch reintut, ist das schon, es schmeckt, es ist auch weniger Säure und weniger aggressiv. Also, wenn man irgendwie Magenprobleme hat mit dem Kaffee, dann könnte das eine Option sein. Und das hält sich auch lange, also der Liter, der hält sich dann nach 2-3 Wochen, wenn man den luftverschlossen hält. Man könnte dann natürlich jetzt noch probieren, den Cold Brew irgendwie warm zu machen. Das ist zwar dann halt irgendwie von hinten in die Brust geschossen, aber also in den Rücken. Aber ja, das wäre natürlich auch nochmal was ich vielleicht noch probieren könnte. Aber also es hat sich jetzt nicht durchgesetzt, dass ich das jetzt im Sommer immer haben will. Aber es war mal cool, das auszuprobieren. Und ja, so als Eiskaffee ist das sicher cool. Da muss man den natürlich nicht runterkühlen, sondern hat ihn schon kalt. Sehr cool. Okay, dann danke für den kleinen Exkurs. Und dann würde ich auch gleich überleiten zu deinem Paper, wo es eben um Chromatin und den Einfluss und den möglichen Einfluss auf unser Verhalten geht. Ja, ich komme ja aus dem Chromatin-Labor, deshalb hat mich das Paper, ist mir das ins Auge gesprungen. Und ja, der Titel vom Paper ist Chromatin Remodeling Inactivates Activity Gene and Regulates Neural Coding. Und das wurde dann eben beschrieben in, ja, kann eben eine Veränderung in der Chromatinstruktur zu Veränderungen im Verhalten führen. Das wäre dann so das Langzeit-Goal. Und es wurde im Labor von Azad Bonny in St. Louis gemacht und der Erstautor ist Yu Yang oder Zhu Jiang oder wie auch immer man das ausspricht, das weiß ich nicht. Wurde veröffentlicht am 14.07.2016 und zwar in Science. Ich habe jetzt nicht überprüft, ob das Open Access ist, aber ich glaube eher nicht. Hypothese war, ob neuronale Aktivität Genexpression in Neuronen beeinflusst, also dann im Endeffekt neuronale Kreise, die sich dann eben ausbilden, denn ja, das Hirn verlässt sich viel auf diese schon etablierten Autobahnen und diese verschalteten neuronalen Kreise. Und da gibt es jetzt den ATP-Dependent Nucleosome Remodeling and Deacetylase Complex, zwar heißt der NERD, oder NERD? Okay. Und der, der Spaß war völlig zurecht. Und der beeinflusst Histonenmodifikationen, die dann zu einem verlängerten oder überhaupt zu einem Gene Silencing führen. Also es werden Gene abgeschalten. Und die Studie wurde im Kleinhirn, also im Cerebellum, durchgeführt. Und ich versuche jetzt eben diesen NERD-Komplex und diese ganzen Dinge, die da gemacht wurden, zusammenzufassen und halt nur auf die einzelnen Key Points einzugehen und das hoffentlich nicht so kompliziert zu machen. Und zwar war NERD im Kleinhirn vor allem an Transkriptionsstartzeiten zu finden, also an Punkten, wo ein Gen anfängt oder wo die Transkription eben anfängt. Und auch wo aktivierende Marker, also H3K4-Trimethylierung, vorliegt. Und das liegt vor allem an einer Untereinheit, und zwar CHAT4. Das ist NERD ist ein Riesenkomplex und da sind verschiedene Enzyme noch mit drin, die verschiedene Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Bindung an die DNA oder eben die Enzymaktivität, dass da dann eine Methylgruppe dann an die Histone addiert wird oder wie auch immer. Und dieses Vorliegen von CHAT4 oder von NERD korreliert eben mit aktiven Genen, das haben sie da festgestellt.
Und das Vorhandensein von Nerd führt dann auch zu einer Anreicherung von H2AZ an Promotern und das führt dann zu einer Inaktivierung von diesen Genen oder von diesen Promotoren. H2AZ ist eine spezielle Variante von dem Histon 2a, das eben dann zur Inaktivierung von Promotoren führt. Und jetzt wird es spannend. Die Frage ist, kann der Nerd-Komplex die Transkription dynamisch in Kombination zur neuronalen Aktivität verändern? Es gibt aktivitätsbedingte Gene, also Gene, die aktiv sind, wenn sich eine Maus oder ein Lebewesen bewegt. Also wenn das Hirn aktiv ist, aufgrund dieser Bewegung werden diese Gene aktiviert. Und ein Knockdown von CHAD4, das heißt, man hat die Genaktivität von CHAD4 runterreguliert, also es liegt dann kein CHAD4 mehr vor. Und das heißt, es führte dann zu, wenn kein CHAD4 da ist, wurden diese Gene nicht inaktiviert. Also die konnten dann nicht mehr runterreguliert werden. Das heißt, wenn die Stimulation durch Bewegung vorbei war, wurde die Aktivität dieser Gene nicht dementsprechend auch runterreguliert, sondern die blieben weiter aktiv. Genau. Und der Nerd-Komplex bringt jetzt H2AZ aktiv zu den Promotoren und Nerd und H2AZ werden auch gebraucht dafür. Dann haben sie die Maus auf so ein Rotarod, also so ein Zylinder gestellt, der sich dreht und die Maus muss dann da drauf bleiben. Und dann hat man festgestellt, dass eben die Aktivitätsgene aktiv werden. Und wenn man jetzt CHAD4 ausnockt, findet eben keine Inaktivierung dieser Gene statt, so wie es Nerd eben tun würde. Das haben sie dann eben ausprobiert mit diesem Rotarod. Jetzt kommt eine ganze Reihe von komplizierter Methoden, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen aufzählen will, deshalb nur die Bottomline von diesem Experiment. Nerd und H2AZ scheinen die Inaktivierung von aktivitätsbezogenen Genen in Neuronen zu verursachen, die sich synchron entwickeln. Also es gibt in der Gehirnentwicklung eben Neurone, die sich synchron entwickeln. Und Nerd und H2AZ scheinen die Inaktivierung von diesen Genen in diesen Neuronen zu verursachen und auch parallel zu verursachen. Als nächstes haben sie sich dann angeschaut, ob dieser Nerd H2AZ-Komplex das Neuronenmuster, also wie die Neuronen sich entwickeln und wie diese Verschaltungen aufgebaut werden und die Verbindungen beeinflusst. Und jetzt wird es wieder interessant. Warum habe ich mir das so oft aufgeschrieben, dass es interessant ist? Weil es ein interessantes Paper ist. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und diese nerdabhängige Inaktivierung von den Aktivitätsgenen führt zu einer Verkürzung von Neuronen. Das heißt, diese Autobahnen, und also nicht Neuronen, sondern auch die Dendriten, also Dendriten sind die Fortsätze der Neurone, also der Gehirnzellen, die dazu führen, dass neue Verbindungen entstehen. Und das kann eben Nerd verhindern. Und die Neuronen werden dann verkürzt und diese Autobahnen werden dann verbreitert im Prinzip oder etabliert. Und jetzt am Ende machen sie noch den Link zum Verhalten und die Inhibierung von Nerd führt zu einer Hyperresponsivität von Neuronen auf sensorische Stimuli. Das ist dann so den Verhalten, den sie zum Link, den Link, den sie zum Verhalten machen. Und als Zusammenfassung kann man sagen, dass die Inaktivierung von Aktivitätsgenen wichtig für die Reifung von diesen zentralen Verbindungslinien wichtig ist, also diese Verbindungsachsen. Und die Kontrolle von Schaltkreisen in Reaktion von sensormotorischen Signalen, also wenn man sich halt bewegt, werden bestimmte Autobahnen dann etabliert, die dann eben von diesem Nerd-H2AZ-Komplex beeinflusst werden. Also haben wir hier gezeigt, dass epigenetische Faktoren Einfluss auf die Genaktivität haben und auch dann einen Einfluss auf die Hirnstruktur bzw. auf die Etablierung solcher
Bahnen haben. Es ist also quasi das erste Mal, dass dieser Zusammenhang von Verhalten von einem epigenetischen Enzym, also von einem epigenetischen Komplex wie diesem NERD-Komplex und auch der Struktur des Hirnes gezeigt wurde. Ich muss gestehen, es ist sehr krass. ich versuche es bloß nur ganz kurz für mich in meinem Kopf zusammenzufassen. Also es heißt, ist es dieser Effekt, dass wenn ich eine bestimmte Bewegung immer wieder wiederhole, dass dadurch diese Gene aktiv werden und diese Nervenbahn gestärkt wird, wohingehend, wenn ich eine bestimmte Nervenbahn für eine bestimmte Bewegung und einen bestimmten Ablauf nicht benutze, dass dann die Gene inaktiviert werden? Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ohne mich jetzt da festlegen zu wollen. Es war sehr kompliziert und ich muss gestehen, dass ich mir von dem Titel irgendwie was anderes erwartet habe und das dann doch irgendwie ziemlich kompliziert wurde am Ende. Aber ich glaube, so kann man das dann doch zusammenfassen. Okay. Nerd-Komplex klingt irgendwie ein Zusammenschluss von irgendwelchen Nerds, da ist Freunde-Komplex. Ja. Wir sind der Nerd-Komplex, die Superfreunde. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit unserem diesmonatigen Nobelpreisträger. Und zwar dieses Mal ist es der Herr Wilhelm Ostwald. Und der junge Mann wurde am 2. September 1853 in Riga geboren. Das gehörte damals noch zum russischen Kaiserreich. Allerdings stammen seine Vorfahren aus Hessen bzw. Berlin. Deswegen ist er deutscher Nobelpreisträger. Den Nobelpreis hat er 1909 bekommen für Chemie. Und zwar als Anerkennung für seine Arbeit über die Katalyse sowie für seine grundlegenden Untersuchungen über chemische Gleichgewichtsverhältnisse und Reaktionsgeschwindigkeiten. Also alle Freunde der physikalischen Chemie sollten diesen Mann mehr als gut kennen. Und jetzt ein bisschen was zu seiner Lebensgeschichte. Er hat 1871 dann Abitur in Riga gemacht, 1872 dann angefangen Chemie zu studieren in Dorpat in Estland an der Uni. Und 6 Jahre später hat er seine Dissertation beendet mit dem Thema volumchemische und optisch-chemische Studien und wurde dann 3 Jahre später Professor in Riga. Und sein alter Doktorvater hat damals über ihn geschrieben, weil das ist ein super interessant, es gibt so ein bisschen Aufschlüsse darüber, wie früher gearbeitet wurde. Ostwald ist mein mehrjähriger Assistent, vorher der des Physikalischen Instituts. Er wird ein Stern erster Größe auf dem Grenzgebiete zwischen Chemie und Physik, dessen Bearbeitung beiderseitige gleichgründliche Durchbildung zur unerlässlichen Bedingung tüchtiger Erfolge macht. Ostwald ist außerdem ein sehr geschickter und gewandter Experimentator, Mechaniker und Glasbläser, der sich seine Apparate in ingeniösester Weise, ein super Wort, trotz dem besten Mechanikus zusammenbläst und arrangiert, eine unermüdliche Arbeitskraft, besitzt eine treffliche mündliche wie schriftliche Darstellungsgabe. Ja, also er ist einerseits, fassen wir kurz zusammen, ein super Wissenschaftler und andererseits anscheinend auch hat er nicht gerade 2 linke Hände, weil er halt auch seine Apparaturen sich super selber zusammenbauen kann. Und das sieht man auch daran, dass er sich ein Viskosimeter und einen Thermostat selber gebaut hat. Unter anderem hat er auch noch andere Sachen gebaut, aber das waren so die, was ich jetzt an interessantesten fand. Und während der Professur dann so 1882 bis 84, hat er dann angefangen, Untersuchungen durchzuführen zur Hydrolyse von Methylacetat durch verschiedene Säuren. Und über diese Versuchsanordnung hat er dann Leitfähigkeiten ermittelt für verschiedenste Säuren und die dann als Proportionalitätskonstanten bezeichnet, was dann später in die Affinitätskonstanten, diese KS-Werte, übersetzt wurde. 84 ist er dann Svante Arrhenius begegnet und die wurden anscheinend dann ziemlich gute Freunde und das bis zu ihrem Lebensende. Und im Rahmen dessen, also mit dem Arrhenius, mit dem Van 't Hoff und mit Nernst, kann man Ostwald als den Vater und den Begründer der physikalischen Chemie bezeichnen.
Er wurde dann 87 Professor für physikalische Chemie in Leipzig und publizierte 88 das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz für Säuren und Basen. Und das ist im Prinzip gleich dem Massenwirkungsgesetz in dem für den Fall, dass es sich um starke Säuren und Basen handelt. Wenn es sich um schwache handelt, also die nicht hundertprozentig dissoziieren, dann kommt dieser, kommt ein bestimmter Faktor von ihm mit rein und das, dann kann man dann eben die Konzentrationen für bestimmte Säuren und Basen ausrechnen. Und die Besonderheit daran liegt eben, dass er zeigen konnte, dass es auch möglich ist, dass Substanzen oder Ionen nur zum Teil dissoziieren. Also früher war anscheinend, soweit ich das verstanden habe, die Theorie, dass es entweder ganz oder gar nicht passiert. Und diese Dissoziationstheorie hat er mitbegründet. Dann, darin war er also sehr erfolgreich und ab 1894 hat er dann seinen Fokus so ein bisschen gewechselt. Auch dadurch, dass er sehr viel Einfluss aus den USA bekam durch Gibson und dem seine thermodynamischen Theorien, hat er sich mehr mit Katalyse beschäftigt. Und er hat als erster die Katalyse definiert und er schrieb, Katalyse ist die Beschleunigung eines langsam ablaufenden chemischen Vorgangs durch die Gegenwart eines fremden Stoffes. Und ein paar Jahre, es war 94 und 1901 hat er dann definiert, was ein Katalysator ist und hat dann eben geschrieben, dass ein Katalysator ist jeder Stoff, der ohne im Endprodukt einer chemischen Reaktion zu erscheinen, ihre Geschwindigkeit verändert. Das ist so das, was man auch heutzutage eben noch unter Katalysator oder Katalyse versteht. Und er hat eben dann weitestgehend noch andere, also diese Erkenntnisse aus der Katalyseforschung hat er dann eben noch angewendet in, oder dann übersetzt in das sogenannte Ostwald-Verfahren zur katalytischen Herstellung von Salpetersäure durch die Oxidation von Ammoniak. Und dadurch hat er quasi die Grundlage gelegt für das Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniak-Synthese. Also sieht, er hat sich sehr stark schon zur damaligen Zeit auf Prozesse beschränkt, die einen hohen industriellen Nutzen hatten. Und das waren so die Leuchtturm-Forschungsergebnisse, die er in seiner physikalisch-chemischen Forschung getätigt hat. Jetzt war es anscheinend ein sehr interessanter Kopf, dieser Oswald, weil er ab 1901 nämlich noch begonnen hatte, Vorlesungen über Philosophie zu halten. Und da speziell begründete er die Naturphilosophie. Und Naturphilosophie ist, ich habe mich eingelesen, ist anscheinend ein deutsches Phänomen in Tradition des Idealismus und entstand so um das 19. Jahrhundert. Es gab dann noch Fichte, Schelling, Hegel und weitere Philosophen, die diesen Zweig vertreten haben. Und Naturphilosophie versucht, die Natur ganzheitlich zu verstehen und ihre komplette theoretische Struktur darzulegen und damit das Fundament für die Naturwissenschaften zu legen. Also es ist eher eine naturwissenschaftliche Betrachtungsweise der Philosophie. Und er wurde da auch ziemlich erfolgreich und hat da auch sehr, sehr viele Vorlesungen auch in den USA, 1904 zum Beispiel in St. Louis gehalten. Und dadurch, dass er dann so involviert in der Philosophie war, kam es dann 1905 zum Bruch mit der Universität Leipzig, weil es anscheinend einen großen Streit mit der philosophischen Fakultät gab. Und er hat einfach gemeint, nö, keinen Bock mehr, hau ich ab, mache ich nicht mehr mit. Und dann ist er, also ist jetzt eher so, denkt man sich, ja, macht er ja nichts mehr. Nee, aber es war gar nicht mal so unerfolgreich für ihn danach, weil er dann in die USA gegangen ist und so eineinhalb Jahre an der Harvard-Uni, am MIT und der Columbia in New York an den für physikalische Chemie und Naturphilosophie gelehrt hat. Also schon damals im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts dann in den USA zu lehren als Deutscher, war schon ziemlich cool. Er ist dann 1906 wieder zurückgekehrt in den Landkreis Leipzig nach Großbothen, wo er dann mehrere Häuser auch besessen hat und dann auch sich kleine Forschungseinrichtungen gebaut hat und hat dann eben als freier Forscher weitergearbeitet und unter anderem auch einen Verlag gegründet. Und er hat sich neben physikalischer Chemie und Philosophie noch mit Farbenlehre beschäftigt. Also es gibt so einen Oswaldschen Kegel, also das ist eine eigene Farbentheorie und auf seine eigene Farbenlehre aufgestellt. 1932 starb er allerdings dann in Leipzig im Krankenhaus. Und alle, die physikalische Chemie lieben, die müssten ihn kennen
und ich finde es halt echt mal sau interessant, weil man, wie gesagt, deswegen machen wir die ganze Sache mit den Nobelpreisträgern, weil man halt oft im Rahmen seines Studiums über so bestimmte Namen stolpert und dann denkt, wo kommen die überhaupt her? Und ja, das war es von meiner Seite zu Wilhelm Ostwald. Da konnte man damals mit Wissenschaft nur richtig Geld verdienen, wenn sich der ein paar Häuser gebaut hat und sein eigenes Forschungsinstitut gebaut hat. Oh ja, also der, wie gesagt, das kam halt dadurch zustande, dass er sich sehr stark auf industriell relevante Prozesse bestellt hat. Ach so, okay. Ja, gut. Fokussiert hat gerade mit der Katalyse. Und ja, er hat auch die, also er und sein, glaube ich, Sohn oder so, haben dann auch zusammen die erste Salpetersäurefabrik gebaut, basierend auf dem Verfahren. Also das, ich glaube, arm war er nicht. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, so viel zu unseren Themen. Und ja, ich würde jetzt, kommen wir langsam zum Ende unserer Sendung. Ja, wir haben auch wir sind schon wieder knapp. Also wir sind auf gutem Kurs, wieder die 1:10 zu knacken. Also wieder eine Punktlandung auf 1:10 zu machen. So wie wir in letzter Zeit immer irgendwie eine Länge von 1:10 hatten. Also wir haben noch 4,5 Minuten, wir können also noch. Wir können jetzt einfach noch mal ein bisschen reden. Wie ist das Wetter bei dir? Ja, ganz gut. Es ist bewölkt und es donnert auch jetzt irgendwie gerade so ein bisschen. Also, oh nein. Ich glaube, mein Kaffee ist leer. Ich habe langsam getrunken und jetzt ist er kalt. Ja, jetzt ist meiner ist mein Bauch, mein Kaffee. Ja, aber jetzt, also der letzte Schluck war jetzt kalt. Das wird das Ergebnis verändern. Weißt ja, da kannst du jetzt nichts mehr rausziehen. Jetzt haben wir mehr Mischkalkulation hier, oder? Das ist ja blöd. Ja. Das ist ja blöd. Das müssen wir rausrechnen. Schade. Aber jetzt genug mit dem Smalltalk, nur um auf Länge zu kommen. ja, noch von uns, von mir ein Hinweis oder von uns, wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Twitter, @therandomlab, liked uns auf Facebook. Wie gesagt, erzählt euren Freunden, euren Familien, eurer Oma, eurem Opa, eurer Schwester, eurem also der ganzen Familie, dem Hund, der Katze. Ich habe da noch was kurz. Ich habe auf 1889 FM habe ich so eine About-Seite gemacht und da steht auch alles zu Podcasts nochmal drin. Was ist es genau? Wie kann man es abonnieren? Muss man nicht immer im Browser hören? Welche Apps gibt's? Ich werde da dann das auch noch ausbauen und ein paar Links noch hinzufügen zu den gängigen Sehr Apps, cool. dass man die dann auch Also, und da, dahinter schreiben, ob sie kostenlos sind oder kostenpflichtig. Dass man nicht immer im Browser das hören muss, sondern dass man es auch direkt automatisch aufs Handy dann kriegt. Genau, weil es gibt eben Apps, die dann automatisch, sobald die Folge online kommt, wird die automatisch euch runtergeladen und habt immer die neueste Folge als erstes. Und ja, und wir freuen uns auch immer über Kommentare auf unserem Blog, therandomscientist.de. Oder natürlich die allseits bekannte Podcaster-Währung, Rezensionen auf iTunes, bewertet uns da, ihr dürft uns gern ehrlich, was natürlich dann heißt, sehr gut bewerten. Und das würde uns natürlich helfen, unsere Sichtbarkeit auch zu erhöhen. Das heißt, dass wir noch mehr Hörer kriegen und mehr Aufmerksamkeit und ja. Und gibt's von deiner Seite noch was? Weil sonst würde ich mit unserem heutigen Zitat abschließen. Nein, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Sehr gut, dann wäre damit alles gesagt. Und das Zitat dieses Mal richtet sich an alle, die viel mit QC zum Beispiel oder Quality Control arbeiten im Labor. Und wenn was nicht funktioniert und ihr euch fragt, was los ist, dann don't guess, run a standard.